Vier Seiten einer Nachricht oder das Kommunikationsquadrat. Vergegenwärtigen wir uns die folgende Aussage. Wahr ist nicht, was A gesagt hat, sondern was B verstand. Mit dieser Aussage realisieren wir, dass Kommunikation ein vielschichtiger Prozess menschlichen Ausdrucks ist. Das Konzept der vier Seiten einer Nachricht, auch Kommunikationsquadrat genannt, ist in diesem Kontext ein Kommunikationsmodell des deutschen Psychologen Friedemann Schulz von Thun. Das erklärt, dass jede Aussage oder Nachricht vier Facetten hat. Dieses Konzept kombiniert das Postulat, dass menschliche Kommunikation Sach- und Beziehungsebene enthält, bekannt von Paul Watzlawick, mit der Annahme, dass jede Information etwas über die Sache, den Sender und den Empfänger enthält. Die vier Ebenen oder Facetten einer Nachricht sind die Sachebene, die Aussagen zur Sache selbst enthält, wie Daten, Fakten und Zusammenhänge. Die Selbstoffenbarungsebene enthält etwas über den Sender selbst, seine Motivation, Emotionen, Werte und so weiter, bewusst oder unbeabsichtigt. Die Appellebene enthält ein Bedürfnis, einen Ratschlag oder eine Anweisung und verdeutlicht, was der Sender vom Empfänger will. In der Beziehungsebene wird ausgedrückt, wie der Sender zum Empfänger steht, was er über ihn denkt. Betrachten wir die vier Ebenen etwas genauer. Das heißt, dass der Sender auf der Sachebene Daten und Fakten klar und nachvollziehbar übermittelt. Der Empfänger prüft nun mit dem Sachohr diese Daten und Fakten hinsichtlich Richtigkeit, Relevanz und Vollständigkeit. In einem seit langem zusammenarbeitenden Team benötigt die Sachebene nur wenige Worte. In jeder Neuigkeit steckt eine Information über den Sender. Auf der Ebene der Selbstoffenbarung oder Selbstkundgabe enthüllt sich der Sender selbst. Die Nachricht enthält sowohl bewusste Selbstdarstellung als auch unbewusste und unfreiwillige Enthüllung der Persönlichkeit des Sprechers. Mit dem Selbstoffenbarungsohr hört der Empfänger darauf, was in der Nachricht über den Sprecher enthalten ist, sogenannte Ich-Botschaften. Die Beziehungsebene klärt, wie Sender und Empfänger zueinander stehen und wie der Sender über den Empfänger denkt. Abhängig vom Wie der Sender spricht, werden Aspekte wie Wertschätzung, Respekt, Freundlichkeit, Desinteresse oder auch Geringschätzung transportiert. In Relation zu den übermittelten Aspekten der Beziehungsebene und was davon der Empfänger mit dem Beziehungsohr hört, fühlt er sich dabei akzeptiert, herabgesetzt, respektiert oder bevormundet. Eine gute Kommunikation zeichnet sich durch gegenseitige Wertschätzung aus. Wer etwas von sich gibt, möchte in der Regel, dass auch etwas geschieht. Die Appellaussage in einer Nachricht soll den Empfänger beeinflussen, etwas zu tun oder zu unterlassen. Der Versuch, auf jemanden Einfluss zu nehmen, kann dabei mehr oder weniger offen geschehen. Offen mit einem Ratschlag oder einer Anweisung und versteckt in Form einer Manipulation. Mit dem Appellohr die Nachricht gehört, fragt sich der Empfänger, was soll ich tun, denken oder fühlen? Die Betonung der vier Ebenen kann unterschiedlich gemeint und anders verstanden werden. Daher kann der Absender den Appell der Aussage betonen und der Empfänger kann hauptsächlich den Beziehungsteil der Nachricht empfangen. Dies ist einer der Hauptgründe für Missverständnisse. Nehmen wir ein klassisches Beispiel. Ein Paar fährt gemeinsam in einem Auto, wobei sie am Steuer sitzt und er auf dem Beifahrersitz. An einer Ampel angekommen, fragt er: "Hey, die Ampel zeigt grün." Sie wird etwas anderes verstehen und anders handeln, in Abhängigkeit davon, mit welchem Ohr sie die Nachricht aufnimmt. Auf der Sachebene meinen und verstehen beide dasselbe: Die Ampel zeigt grün. Auf der Beziehungsebene meint er vielleicht, ich will dir helfen, während sie versteht, dass er immer hetzen muss. Auf der Selbstoffenbarungsebene gibt er zu verstehen, du solltest eigentlich wissen, was bei Grün zu tun ist, wohingegen sie versteht, du findest meinen Fahrstil fragwürdig. Auf der Appellebene will er zu verstehen geben, los, fahr schon, wohingegen sie versteht, immer muss ich so fahren, wie du willst. Auf der Basis dieser Missverständnisse könnte Ihre schlussendliche Antwort sein:
Steig halt aus, wenn du nicht willst, dass ich fahre. Dieses Beispiel führt uns zu der Frage, wollen wir ein guter Kommunikator sein? Falls ja, sollten wir auf einige wesentliche Anforderungen im Kontext des Vier-Seiten-Modells schauen. Ein guter Kommunikator ist in der Lage, eine Konversation von einer Metaebene aus zu bewerten. Was bedeutet, dass er oder sie sehen kann, welches Ohr der Empfänger gerade verwendet? Daneben kann er oder sie bewusst entscheiden, welches Ohr er oder sie bei Antworten benutzt. Außerdem weiß er, was das Lieblingsohr jedes Mitglieds in seinem Team ist. Zu guter Letzt steht eine gute Kommunikation in direktem Zusammenhang mit sozialen Kompetenzen. Nach dem Vier-Seiten-Modell bedeutet dies, dass ein guter Kommunikator insbesondere eine der vier Seiten seines Kommunikationspartners ansprechen kann.